Morgens ist sie am liebsten bei ihren Pferden. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. Franka Lehfeld gibt Einblick in ihre Morgenroutine. Leni Klum und Freund Aris tauschen heiße Küsse aus. Sofia Tomala und Alexander Zverev turteln in Monte Carlo. Franka Lehfeld verbringt den Morgen lieber mit dem Pferd als bei der Arbeit. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, dieses Sprichwort wird auch Franka Lehfeld, 32, geläufig sein. Seit ihrer Kindheit ist die Frau von Bundesfinanzminister Christian Lindner, 43, eine passionierte Reiterin. Ursprünglich wollte die gebürtige Hamburgerin Profi-Reiterin werden, absolvierte dann aber auf Wunsch ihrer Eltern ein Studium. Ihre Leidenschaft ist geblieben. Und so verbringt Franka Lehfeld ihren Montagmorgen am liebsten im Stall. Wie sie auf Instagram mit 2 Schnappschüssen beweist. Der beste Montagmorgen, schreibt sie zu einem Foto und verziert dieses mit einem weißen Herz. Und ihrem Ehemann Tom Kaulitz, 32, vorbehalten. Erst kürzlich überhäufte das Model seine gut 9,7 Millionen Instagram-FollowerInnen mit heißen und teils hüllenlosen Aufnahmen zum Jahrestag. Nun legt Tochter Leni Klum, 18, nach. Zwar komplett bekleidet, dafür aber in eindeutiger Pose zeigt sich das Nachwuchsmodel mit seinem Freund Aris Rachewski auf Instagram. Auf dem recht verschwommenen Schnappschuss tauscht das Paar unter dem nächtlichen Himmel Zungenküsse aus. Vermutlich eine wilde Partynacht, denn im Hintergrund sind Umrisse anderer Personen zu erahnen. Was Lenes Mutter wohl zur intimen Aufnahme sagt, die Aris mit der Öffentlichkeit teilt? Wer weiß, vielleicht lachen Leni und Heidi auch nur drüber. Sofia Tomala und Alexander Zverev turteln in Monte Carlo. Das letzte gemeinsame Liebesselfie ist gut 4 Monate her. Da gratulierte Sofia Tomala, 32, ihrem Liebsten Alexander Zverev, 25, auf Instagram noch verschmust zum Geburtstag. Dann wurde es jedoch ruhig um die Moderatorin und den Tennisprofi. Erste Trennungsgerüchte wurden laut. Zverev äußerte zudem seine Enttäuschung darüber, dass Sofia nach seinem Bänderriss aus dem Halbfinale der French Open nicht für ihn da gewesen sei. Nun hat die Schauspielerin die knapp 17-wöchige Pärchenfotopause beendet. Ein wichtiges Signal, vielleicht, begann ihre öffentliche Liebe als Paar am 8. Oktober 2021 doch ebenfalls mit einem Selfie am Strand. Während Sofia am Strand von Monte Carlo in den Armen von Alexander liegt, gibt er ihr einen behutsamen Kuss auf die Schläfe. Dazu schreibt die 32-Jährige die Sonntage ernst nehmen, was so viel heißt wie gemeinsam die Seele baumeln lassen.
Wie schön, dass sich das Paar weiterhin gemeinsam vom stressigen Arbeitsalltag erholen kann.